Das ist jetzt ein Video aus der Kategorie Hyped Bock Angriff. Das wird geil. Sowas haben wir uns tatsächlich jetzt noch nicht angeguckt. Also diese Kategorie-Video, was jetzt kommt, diese Tiergruppe, haben wir uns noch nicht angeguckt. Das ist jetzt das erste Mal. Aber die sind sehr wichtig. Wir beschäftigen uns heute mit dieser Tiergruppe etwas eindringlicher. Ha! Six Polar Bear Encounters that will shock you. Also sechs Eisbärenbegegnungen, die uns schockieren werden. Wir müssen viel mit schockierenden Sachen arbeiten. Das ist gut. Was schockiert? Das schockiert. Na, dann sind wir mal gespannt. Sechs Polarbär Encounters that will shock you. Ob uns das wirklich schockiert? Ich kann dazu ein bisschen was sagen. Ich hatte ja schon Polarbären-Encounter. Ich habe ja auch nicht so kurz in der Arktis gelebt, die Nordwestpassage durchfahren. Ich war schon ein paar Mal da. Schauen wir mal. These six horrifying polar bear encounters are sure to make your blood freeze up in pure horror. Number six. Ich mag diese Kategorisierung, dass wir uns immer zur Schlimmsten hinarbeiten. Na, da bin ich mal gespannt. In Yamal, Siberia, a group of unsuspecting workers were having a fun time feeding a. Ihr wisst es schon. Ihr wisst es schon. Was sage ich zu a fat animal is a dead animal? Also nicht ein fettes Tier, sondern ein gefüttertes Tier ist ein totes Tier. Ich sage das so oft, ne? Wenn man Tiere füttert, Wildtiere und besonders jetzt Eisbären, Bären, Wölfe, was weiß ich, wenn man die anfüttert, kommt es irgendwann zum Unfall. Es wird passieren und am Ende ist der Verlierer immer das Tier oder der Mensch ist schwer verletzt. Und in Sibirien, die Russen nehmen das eh jetzt nicht so genau mit dem lieber nicht füttern. Und besonders nicht so ein paar Arbeiter hier auf irgendeiner Ölgeschichte vermutlich. Alter, willst du mich verarschen? Ich meine, es ist nur ein junger Eisbär, ne? Also so von der Größe her. Es ist aber ein Eisbär. Es ist das größte Landraubtier, sagt man immer. Dabei ist Ursus maritimus, der Eisbär, tatsächlich kein Landsäugetier, sondern es ist ein Meerestier. Es ist ein Meeresraubtier. Der lebt ja auf Eis oder er schwimmt. Also das heißt, diese Information. Ein Bär ist jetzt, also ein Bär ist im Grundsatz natürlich ein Landtier, aber der Eisbär lebt tatsächlich auf dem Meer, auf Eis oder im Meer. So, jetzt hier ungeschützt, Alter, einem Eisbären gegenüberzustehen, das ist richtig dumm. Das ist wirklich hier, das sollte ins, ich hätte beinahe gesagt, das Guinness-Buch der Rekorde eingetragen würden als dümmste, das hat den Darwin Award verdient. Also eine dumme Art und Weise zu sterben. Das steht im Duden unter dem Begriff dumm. Dieser Mann steht dort. Initially, the Alter. camera starts rolling right as the men attempt to lure the animal closer by safely feeding it from a raised Ja, ey. platform. Borachuka, jetzt hätte ich gerne eine russische Übersetzung von euch. Ey, wenn das einer versteht oder das übersetzen kann, bitte unten in die Kommentare schreiben. Das möchte ich gerne wissen, was da gesprochen wird. At some point, one of the men very bravely decides to walk down the. Unterschied bravely versus stupid, das ist nicht brave, das ist also nicht mutig, das ist unfassbar dumm. Stairs to feed the predator from closer when the Alter unimaginable Schwede. Отец, у неё не занимайся. Конечно. Guckt euch die Form des Eisbären an, wie der sich verändert, in welche Position der geht. Der geht. Das ist eine schlechte Situation. Wirklich, wirklich schlechte Situation. Der geht in den Attacker-Modus. Ist dennoch ein Jungtier. Alter Schwede. Und denkt dran, einem Eisbär werdet ihr niemals im Leben weglaufen. Ever. Der ist immer schneller als ihr. Selbst schneller als Usain Bolt. Now, finally, worried for their safety, the men make sure to remain on the platform as the Ja. animal keeps roaming around for a few more minutes to eventually walk away completely. Number Also das war dämlich, five. meine Fresse. Seemingly average expedition in Greenland, a group. Da war ich auch schon. Da habe ich auch schon eine Expedition mitgemacht. Da habe ich aber keine Eisbären gesehen, weil die Grönländer natürlich auch Eisbären nicht so wohlgesonnen sind. Sagen wir es mal so. Das heißt, wenn man welche sieht, rennen die eigentlich eher weg. Ist das hier Steve Backshall oder was eigentlich? Das ist doch der Backshall, oder nicht? Und ja, wir haben, also, ne, nochmal so. Also, ich habe in der Arktis gelebt, in New Orleansund. Das ist die nördlichste Polarstation der Erde, also die nördlichste besiedelte Polarstation. Ich war damals im Auftrag des Alfred-Wegener-Instituts für Polarforschung dort und habe dort als Forschungstaucher gearbeitet in der Arktis. Und immer wenn ich rausgegangen bin, heißt nur von Haus zu Haus in der Forschungsstation oder auf Expedition oder wie auch immer, was ich da so gemacht habe,
War immer jemand dabei mit einer Shotgun. Ich musste vorher zum Schießtraining. Man hat immer eine Waffe dabei. Man geht nur bewaffnet raus. Nicht einmal 200 Meter zwischen Haus zu Haus. Weil die Eisbären sind dort präsent, auf Svalbard, also Spitzbergen. Genauso auf Grönland, genauso in Nordkanada, genauso auf den ganzen arktischen Inseln. Du musst dort bewaffnet sein für den Fall der Fälle. Ich habe selber in der Arktis geguided, das heißt also Menschen dort geführt. Und wir hatten immer einen... Wie hieß denn das? Polar Bear Guide? Hieß Polar Bear Guide. Ja. Hatten immer einen Polar Bear Guide dabei mit einer Shotgun. Wir persönlich waren immer bewaffnet mit Bärenspray. Wie viel das bringt, reden wir gleich noch drüber. Aber ich sag mal so, auch hier wieder, wie im Krav Maga, ich war als Guide immer ausgerüstet mit einem sehr guten Fernglas und habe immer den höchsten Punkt mir gesucht, habe immer rumgeguckt und einen Eisbär erkennst du gut. Das ist das Schöne. Weil du bewegst dich eigentlich nicht die ganze Zeit auf Eis, sondern eher hier auch auf Erde oder am Strand oder auch mal tatsächlich auf Wiesen oder auf Tundra-artigen Untergrund. Da siehst du den schon ganz gut. Und ich habe mir immer fast in die Hose gemacht. Ich bin da mit dem Polar Bear Guide immer als erstes. Wir waren immer, das war auch mein Zimmernachbar. Wir haben immer übernommen, wenn so alte Hütten von alten Polarforschern irgendwo standen, irgendwo in Nordkanada, in der Nordwestpassage oder so, muss immer einer vorgehen und checken, ob da ein Eisbär drin ist. Weil die suchen natürlich auch Schutz, die suchen Versteckmöglichkeiten. Und wir haben immer aus, naja, was wirfst du mit dem Stein? 30, 40 Meter, aus 30, 40 Metern Steine auf das Haus geworfen, dass der sich im eventuellen Falle erschreckt. Und mein Kollege hatte die Waffe immer schon durchgeladen, falls er uns dann attackiert. Aber es war nie einer drin, zum Glück. Wir haben immer nur Spuren gefunden oder sie aus einer großen Distanz gesehen. Ich will nur sagen, der Eisbär ist ein für den Menschen potenziell tödliches Tier, extrem gefährlich aus meiner Sicht, weil es ist ein wirklich krasses Raubtier. Es gibt einige Unfälle, fast jedes Jahr meiner Meinung nach Todesfälle, immer wieder Zwischenfälle, immer wieder Scheißsituationen und nicht ohne Grund haben die Menschen die Regeln dort in diesen Gefilden, dass sie nur mit einer echten Waffe rausgehen. Hier ist der Polar Bear Guide. Jetzt gucken wir mal, ob das Steve Beckscholl ist. Also nur mal so die Distanz hier, da sehe ich doch schon einen Eisbär. Da ist schon, da hast du schon, da schlägt dein Herz höher, sag ich mal. Also da, das ist schon schwierig, wenn der auf 100 Meter ran ist. Aber irgendwann wird es ernst. Und so ein Eisbär lebt ja auch tatsächlich in einer Eiswüste. Und wenn Eis schmilzt, dann kann der keine Robben jagen. Dann sucht er nach Kadavern, dann frisst er auch mal ein paar Bären oder was auch immer, was da ist. Es ist eigentlich fast nur ein Raubtier. Der frisst auch vielleicht mal einen toten Fisch und so weiter, keine Ahnung. Aber er sucht natürlich nach irgendetwas Essbaren. Ihr kennt vielleicht auch die Bilder von den Eisbären, die in Sibirien in die Städte gehen oder in Churchill in Ostkanada und dort die Mülltonnen plündern. Ne? Polarbär und Mensch, no bueno. Zusammen. Das ist Steve Beckshaw, das ist doch der Abenteurer, ne? So. When they were dangerously approached. So, das ist die Situation, vor der wir immer gewarnt wurden, damals von den Alfred Wegener Institut-Ausbildern. Ja, wir haben auf dem Boot oder auch als Guide, oder wenn du rausgehst, die jetzt nicht mit einer Shotgun bewaffnet waren oder mit einem großkalibrigen Gewehr, eine Flaregun, also eine Leuchtpistole dabei, plus Bärenspray. Das Problem ist nur an der Geschichte, der Eisbär kommt auf euch, also hier bin ich, hier ist der Eisbär, der kommt auf dich zu, du schießt mit der Flaregun, die Flaregun schießt hinter den Eisbär, der erschreckt sich und wo läuft er natürlich hin? Ja, Flaregun, eher so mittel. Schießt du die nach oben, bringt das vermutlich nichts, schießt du dem den Eisbären auf die Nase, ja, musst du erstmal treffen, also ein bisschen schwierig alles. Beim Eisbären galt bei uns die Regel, halt dich einfach fern, sei dir aware, was um dich rum passiert, versuche es erst gar nicht zu der Situation kommen zu lassen und wenn es zu einer blöden Situation kommt, Schuss in die Luft mit der Shotgun und wenn er angreift, wird halt der Bär erschossen, was auch immer wieder passiert, auch bei Expeditionen. By a hungry polar bear. Alter, war das gerade Steve Beckshaw, der zum Eisbären hingeht? Lass mich verarschen. A hungry polar bear. Alter Schwede. Before anything, things seem to be going well as they prepare to leave their camp when they suddenly... Wichtig bei Bären, egal was ihr an Essen oder Müll oder Abfall dabei habt, luftdicht, verschließen, verbrennen, weit weg vom Camp. Das ist das, was sie wollen. Das ist das, was sie anlockt. Spot the predator lurking a few hundred feet away. Oh, he's looking at his... Die sind jetzt nicht auf Menschenjagd, ne? Versteht mich da bitte nicht falsch. Aber die lurken halt und die sind interessiert. Und falls es da zu einer Stresssituation kommt, da reicht ja ein Prankenschlag und dein Kopf fällt ab. Also ein Eisbär mit 6, 7, 800 Kilo, großes Männchen. Also dem erzählt sie halt gar nichts. Really checking us out now.
If he does get close, we're voll exactly right for me to use Alter the bear spray because it's downwind. Yeah, I honestly think he's gonna walk past us. After a few stressful minutes, the hungry polar bear unfortunately gets way too close for their liking, and they bravely decide to try and scare it away. Hey! Ha, 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 ha. Do you wanna put the flare off? Yeah. Das war jetzt so eine Situation, das finde ich beschissen. Klar, du kannst auf den Eisbären schießen, wenn du den auf die Nase triffst, hat das einen Effekt, aber das Ding ist hinter den Eisbär gefallen. Zum Glück geht er zur Seite. In der Situation hätte man eigentlich gerne ein Boot da und würde sich aufs Wasser bewegen, da ist er nicht ganz so gefährlich wie an Land. Zusammenbleiben ist eine gute Idee, sich bewaffnen, irgendwas als Schutzschild haben. Ja, und du hast ja auch, es war ja ein bewaffneter Guide dabei, also im Notfall kann man hier auch das Tier erschießen. Das wäre beschissen. Alter, hat Steve Backshall Eier. Get the fuck out of here. Hätte ich mich nicht getraut. Auf gar keinen Fall. With everyone there now. Aldo Kane? Zwei bewaffnete Leute. Okay. Seriously worried for their safety, the animal continues to calmly roam around their camp for a few more. Und der Eisbär denkt sich nur, Leute, gebt mir einfach, was ich will. Ich will den roten Schlafsack und den Essensbeutel und dann verpisse ich mich auch. Minutes, but eventually loses interest and simply swims away from them altogether. Schwein gehabt. Number 4. In northern Russia, a group of mine workers immediately... Manchmal, wenn ich einen schlechten Tag hatte, gucke ich Autovideos aus Russland. Ich war in Russland immer nur am Flughafen, leider noch nie draußen. Was ist eigentlich los in Russland? Started recording after coming across these young and curious polar bears. Ja, geben wir dem Eisbär doch einfach mal einen Keks. Na genau. Welcher Steve war hier? Sag mal, Steve, bring mal kurz die Keksdose raus. Hier sind ein paar junge Eisbären. Da ist bestimmt gar keine Mutter dabei. Leute, ich brauche einen Russen im Team. Irgendjemand muss mir das mal übersetzen. Na, so klein ist er gar nicht mehr. Das ist doch ein Halbstarker. Obviously shocked by the situation, he tries to make the most of it by pulling out a second piece of fried fish. Und dabei wissen wir doch alle, Eisbären essen keine Keks. Ach, das ist fried fish. Eisbären essen fried fish. Die essen gerne fried fish. Bring it to the predator. На пирожок. На скорей. Иди скорей, на. На, на скорей. Не идет. Seht ihr, nur mal so, das ist ein halbstarker Eisbär, ein Jährling, ne? Seht ihr die Pranken, die der hat? Alter Schwede, ey. Finally, he decides to back away from the animal and stop recording completely. Ja, gute Idee. Number 3. Boah. Ja, es sind tatsächlich, das Video hat einen guten Titel. Es sind tatsächlich Polar Bear Encounters, die mich schockieren. 100%. In the Russian wilderness. Ey, das Video kenne ich. Das ist so krass. Ich erzähle euch gleich eine Geschichte. Wir gucken uns das an und dann erzähle ich euch eine Geschichte dazu. Ich war vermutlich an derselben Stelle, ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf meiner Nordwestpassagen-Durchquerung habe ich mit einem Fotografen über diese Situation gesprochen und es ist ein Ort, wo immer die Eisbären langlatschen, wo alle Fotografen hinkommen, wo ich auch war. Kein Eisbären gesehen, leider. Aber das ist ein Encounter, das verstehe ich nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich finde es ist zu krass. A courageous photographer had extremely close encounter with a polar bear that didn't necessarily. Ja, ich sag nochmal so, ist ein Nikon-Fotograf, ne? Schwarze Linse. Canon-Fotografen würden sowas nie im Leben tun. Go as expected. Before anything, the man can be seen walking towards his camera after einem ausgewachsenen Eisbär den Rücken zuzudrehen, während er... Alter Schwede, ey. Ich find das so krass, wirklich. Spotting the predator approaching from up ahead. Es ist auch wieder ein Russe, eigentlich, oder was? Ja, guter Tipp, wenn wir den Eisbär erschrecken wollen. With the beast getting a little bit too close for his comfort, the unarmed man decides to bravely confront. Ja, das ist auch so ein Zweijähriger, gerade von der Mutter abgestoßen, der, ne? It face to face. Alto Belly, ey.
Da ist er, Alter. Ich finde das so krass. Ich finde das so krass, ey. Where the man seems to be still trying to get the perfect picture, when the animal unfortunately gets a little too close once again. Nee. After making it back away, he finally stops recording, and what happens next remains a mystery. Der Fotograf war nie wieder gesehen. Also, kurz zu dieser Geschichte. Ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt, aber ich war, ach, wo war denn das? Ey, auf irgendeinem Fotofestival, das ist auch schon ein paar Jahre her. War ich, also früher gab es mal Fotofestivals, wo sich Fotografen getroffen haben und so weiter. Und da war ein Vortragender. Der hat einen Vortrag über Eisbären gemacht und der war sehr beeindruckend tatsächlich. Ultra geile Bilder. Ey, und wie die Mutter Eisbären mit ihren zwei Jungen sich aus der Schneehöhle gräbt und so. Ganz, ganz tolle Bilder. Und der hat wirklich auf der Bühne, ich schwör's euch, gesagt, der Eisbär sei ein völlig unkompliziertes Tier. Man kann neben dem langlaufen, es sei überhaupt kein Problem. Da wird viel zu viel Heckmeck gemacht, dass sie tödlich sind. Und so weiter. Und ich saß da mit diesem kompletten Publikum und habe einfach nur gedacht, das ist doch Schwachsinn. Das ist doch Quatsch, was. Das ist doch hochgefährlich, was der hier erzählt. Den Leuten zu sagen, das Tier sei nicht gefährlich und überhaupt nicht tödlich. Und dann habe ich kurz mich erinnert, dass ich kurz danach auf der Bühne stand, mit 5 Meter langen großen Hammerhain und Tigerhain und was weiß ich im Wasser war und sage, diese Tiere sind völlig ungefährlich. Wo vermutlich auch alle denken, der hat da eine Macke, der erzählt doch Schwachsinn. Das ist doch hochgefährlich. So, und bis heute rätsel ich für mich selber, hat der Typ recht gehabt oder nicht? Und wenn ich dann sowas sehe, denke ich natürlich auch, Eisbären sind nicht gefährlich. Aber mir wurde das so krass eingetrichtert. Und ich hatte jetzt noch nicht so ein ultranahes Encounter, ne? Aber irgendwie der Eisbär, der ist mir ein Tier, da scherzt man einfach nicht mit. Da, Punkt. After making it back away, he finally stops recording and what happens next remains a mystery. War auch super scheiße, weil 400er, 500er, 600er Linse drauf gehabt und der Eisbär sitzt 5 Meter davor. Da kriegst du halt kein Bild. Number 2. On a cold, windy day in Russia, two men had their camping trip cut short when a curious polar bear unfortunately decided to pay them a visit. Oh, du sitzt im Zelt und der Eisbär kommt. Das ist halt, wie es passiert, auch immer wieder, ne, Studenten oder so Campingleute auf Svalbard, die ihr Zelt nicht richtig absichern mit Klingeldraht, Elektrodraht und dann nachts kommt der Polarbär und holt dich aus dem Zelt. Und das war's dann. They quickly pick up their camera after spotting the sneaky predator slowly approaching their campsite from up ahead. Und guck mal, die haben ja immer Bock auf Essen. Die sind jetzt nicht auf Menschenjagd, ne? Aber schön, die haben Bock auf Essen, die wollen sich was absneaken. Warum sitzen eigentlich immer nur die Russen hier? So mit der Frühstück noch, hä? Nein, aber schade. Ich brauche Übersetzung, Freunde. Ab in die Kommentare. With the predator refusing to leave them alone, one of the men suddenly comes up with a solution to hopefully scare it off. Ja, im Zelt bist du halt auch unbeweglich, du bist gefangen, du musst da raus, Alter. Also du kannst ja nicht davon ausgehen, der kommt da nicht oder das Zelt zumachen. Dann macht er einmal so. Und es ist ja, ne, die ganzen Bärenforscher und so, die jahrelang gesagt haben, also ein Couple im Speziellen, also ein Pärchen, gesagt, nee, die Bären sind nicht gefährlich und so weiter. Und dann hat ihre eigene Videokamera, die noch lief, gefilmt oder aufgenommen, wie sie der Braunbär, den sie jahrelang gekannt haben, der Grizzly, aus dem Zelt geholt hat, ne? Alaska. Fire a flare at it. Alter, mach bloß keinen Fehler, du musst ihn jetzt treffen oder, ne, dahinter und dann rennt er dir ins Zelt. Ja, war am Gesicht vorbei. Luckily, the animal gets the message and ends up running off back into the wild. Number 1. In northern Manitoba, YouTuber Frank Wolf and his wife had a sudden visit from a few polar bears that took an Na gut, aber der ist auch, glaube ich, ein Bärenexperte, ne? Das kennt man da schon und im Haus bist du ja einigermaßen sicher. Es gibt auch super krasse Bilder von Fotografen, wo der Eisbär so im Haus rumlurkt, der passt natürlich nicht durchs Fenster, aber der Schnee ist draußen so hoch, dass er am Fenster reinguckt und so. Mega geile Bilder. Extremely unfortunate turn. At first they begin recording the beast, along with two others behind it, begin walking right towards their cabin. Schön durch den Schlamm gelatscht, Alter. Der muss aber erst abgespült werden, bevor er ins Haus kommt, ey. River up ahead. Right there, look at there, right in front of us here. Right here.
Es könnte so ein schönes Bruderpärchen sein, auch von der Mutti verstoßen und schön hungrig. Ich hab da was zu essen drin. Ich würde ein paar Konserven nehmen, dann verpissen wir uns auch wieder. What are you doing, buddy? Are you looking? Are you curious? You want some man meat? You want to come up to the door here? Und das unterscheidet Eisbären im Grundsatz auch von Braunbären. Ne? Braunbären, ja, auch gefährlich, aber ne, weitaus weniger als so ein Eisbär. Die haben andere Lebensumstände, die verhalten sich anders. Ein Braunbär wird immer, ich sag mal so, die sind entspannter, die sind nicht so neugierig, die sind nicht so forsch. Ne? Ihr kennt das schon von den Haien, da sind auch einige Forscher, einige Arten, andere, so wie ich, Forscher. Ah! Und andere Arten eher zurückhaltend. Und Braunbären sind eher zurückhaltend, Eisbären sind eben, die exploren gerne. Die haben ja keine natürlichen Feinde, außer den Orca. Und den kann halt keiner irgendwas. Die sind in menschenleeren Gebieten, die haben außer in Grönland eigentlich keine Angst vor Menschen, weil sie da nicht so oft abgeknallt werden. Also, ja. Unfortunately for them, the curious animal decides to start fiddling around their camp. And ich liebe fiddling around, ist ein schöner Begriff. On their canoe. Nicht das Kajak essen, das machen doch sonst die weißen Haie. Hey. Not the canoe, buddy. Yeah, you don't chew in the canoe. Yeah, he's trying to chew in the canoe, this guy here. Es sind schon süß. Sie sehen ja geil aus, aber wir haben ja gelernt, ne? Wenn ein Eisbär kommt, dann erstmal. Hey, don't chew on the canoe. Yeah. I'm gonna bring my shotgun out on you, buddy. After many frustrating minutes, the man decides to take matters into his own hands and runs. Kleine Waffenkunde, einmal eins. Das ist eine Shotgun, die ist da noch am Laden. Für alle, die mal eine Shotgun in die Hand nehmen oder allgemeine Waffe, die sollte immer nur dahin gerichtet werden, wo man auch schießen möchte und schon gar nicht auf vermutlich die Freundin, die filmt. Auch wenn man sie nur rübernimmt, das ist halt kein Profi in Sachen Waffenhandling. Das macht man nicht. Ja? Ganz grober Fehler, wenn ich sowas immer sehe. Niemals eine Waffe auf einen Menschen richten, egal in welcher Art und Weise. And runs to grab his shotgun in hopes of scaring the predators away. Aber es ist eine ganz gute Tür und es reicht ja meistens auch ein Schuss in die Luft und die verpieseln sich, weil der Knall so laut ist. Und, ne? Und ja. Boah, das war ja schon mal was. There they go. Prima. The bears thankfully end up sparing the man to move along from the area completely, leaving them both standing there in disbelief. Thanks for watching. Naja, ey, komm. Das, ne, fand ich jetzt gar nicht so schlecht, auch wenn es ein reißerisches Video ist und so, aber Six Polar Bear Encounters That Will Shock You fand ich jetzt nicht so schlecht, weil sie haben uns schockiert. Ich like das mal, wir abonnieren mal den Kanal. Und wir haben uns das jetzt nur angeguckt, weil ich habe gestern gesehen, gab es eine Diskussion unter Expeditionsguides, die in solche, ich sag mal, Situationen kommen könnten, wie ich damals. Und da wurde nämlich darüber gesprochen, ob das vielleicht eine gute Idee sei, sich das zu besorgen. Ne, wir sehen hier eine VKS Carbine, also ein Launcher, Strongest Non-Lethal Consumer Device Available for Pepperball, also eine Pepperball Gun. Sieht so ein bisschen AR-15 gewehrmäßig aus. Siehst natürlich als Expeditionsguide, wenn du mit so einer Knarre um die Ecke kommst, auch cool aus. Alle Mädchen werden sich auf dich stürzen oder alle Jungs, je nachdem. Und da war die Diskussion, ob das was bringt mit solchen Dingern. Ja, also grundsätzlich muss man wissen, Pepperball Gun, ja. Also, ne, ich weiß, ja, 150 Fuß, also 50 Meter. 50 Meter. Bis auf 50 Meter schießt du dieses Pepperkügelchen. Die hat natürlich nach 100 Meter fällt das vermutlich einfach so auf die Erde. Da ist keine Schockwirkung mehr da. Das muss auch zerplatzen. Ich weiß nicht, wie das auf Fell vom Eisbär ist. Die Distanz muss schon sehr kurz sein. Du hast natürlich, kannst schon besser zielen als mit Bärenspray oder einer Flare Gun. Das ist schon geiler, ja. Aber man muss auch bedenken, wo befindet sich der Polarbär? Im Eis. Kalte Temperaturen. In den meisten Fällen. Pfefferspray in der Pepperball Gun vermutlich flüssig oder breiig oder so. Wenn es gefroren ist, platzt es nicht auf. Also ich sehe da viel Platz für Abfuck. Coolness Faktor 10, keine Frage. Sieht geil aus. Effektiv, weiß ich nicht. Müsste ich mich mal mit auseinandersetzen, wenn Fritz und ich über eine arktische Insel laufen. Dann nehmen wir auch so ein Ding mit, weil sieht einfach geil aus. Brauchen wir aber ein Oliv. Gell? Gemeinecke. Ich weiß nicht, ich finde es Quatsch, das ist alles so ein Alibi-Kram, den man da mitnimmt. Das habe ich bei dem Bärenspray auch immer gefühlt. Ne? Lieber nicht in die Situation kommen und wenn es eine Situation gibt, dann habe ich wirklich gerne jemanden dabei mit einer Shotgun oder eben selber bin dann bewaffnet, dass ich im Notfall nicht sterben muss. Ist krass, ne? Also der Eisbär ist nicht zu unterschätzen, wirklich. Unterschätzt den Eisbär nicht, liebe Freunde. Das ist das, was ich sagen möchte.
bringt euch nicht in eine gefährliche Situation mit einem Bären. Das geht meistens 1-0 für den Bären aus, liebe Freunde. Besonders bei einem Eisbär. Aber so, kaufe ich mir jetzt so diese Pepper? Komm, ich in den Warenkorb legen. Kleines Späßchen, so ein Kikifax kaufe ich mir nicht. Das war doch mal was. 6 Polar Bear Encounters. Fand ich okay. Kann man mal machen.